Ja, hallo. Dank an die Volkshochschule Hietzing. Eine sehr schöne Aktion, so Marathonlesung. Ich habe mal eine von Moby Dick gesehen. Die ging auch irgendwie 24 Stunden. Das war auch ziemlich schön. So, ich soll und mag meinen Leseblog Filiberto Alvarez Landeros widmen, einem aus Mexiko stammenden Dichter und Journalist, der circa 1952 geboren wurde und am 29. April 2017 starb. Alvarez Landeros, so wird berichtet, starb auf dem Heimweg nach seiner Radioshow. Er wurde in Tlaquiltenango erschossen, im zentralen Süden Mexikos. Als Motiv wurde seine journalistische Tätigkeit vermutet. Seine Radiosendung hieß, also ich bin nicht Spanisch besonders gut, aber ich versuche es, Poemas y Cantares for la Señal de Jojutla, und wurde allsamstäglich ausgestrahlt. So, jetzt zu Luise Glück. Ich werde das Gedicht Satz für Satz übersetzen. Descent to the Valley, also der Abstieg zum Tal. I found the years of the climb upward. Ich fand die Jahre des Aufstiegs difficult, filled with anxiety, schwierig, voll von Angst oder auch Anspannung. Kann man das übersetzen? I didn't doubt my capacities. Ich zweifelte nicht an meinen Fähigkeiten. Rather, as I moved toward it, eher während ich mich darauf zubewegte. I feared the future, the shape of which, fürchtete ich die Zukunft, deren Umrisse ich. I perceived, I saw, wahrnahm. Ich sah, the shape of a human life, den Umriss eines menschlichen Lebens. On the one side, always upward and forward, auf der einen Seite immerzu hinauf und vorwärts, into the light, on the other side, ins Licht, auf der anderen Seite, downward into the mist of uncertainty, hinab in den Nebel einer Unbestimmtheit, all eagerness undermined by knowledge, alle Ambition unterlaufen durch Wissen. I have found it otherwise. Ich fand es anders vor. The light of the pinnacle, the light that was, das Licht des Gipfels, das Licht, das theoretically the goal of the climb, theoretisch das Ziel des Aufstiegs war. Proves to have been poignantly abstract, erwies sich als beeindruckend abstrakt. My mind in its ascent, mein Geist während des Aufstiegs, was entirely given over to detail, never. Er gab sich ganz dem Detail, niemals. Perception of form, my eyes. Der Wahrnehmung der Form, meine Augen, nervously attending to footing, folgten nervös dem Schritt für Schritt. How sweet my life now, wie süß dieses Leben nun, in its descent to the valley, in seinem Abstieg zum Tal. The valley itself not mist covered, das Tal selbst nicht nebelverhangen, but fertile and tranquil, sondern fruchtbar und ruhig. So that for the first time I find myself, so finde ich mich also zum ersten Mal im Leben able to look ahead, able to look at the world, befähigt umherzuschauen, die Welt anzusehen, even to move toward it, sogar sich auf sie zuzubewegen. Das Thema ist nicht gerade neu. Bergbesteigung als Symbol des Lebens. Zumal es auf den ersten Blick aussieht, als würde Glück das landläufige Klischee vom beschwerlichen Anstieg und fröhlichen Abstieg bestätigen. Dabei wissen wir doch seit Eulenspiegel, dass es genau anders ist. Toll, Till Eulenspiegel zog einmal mit anderen über Berg und Tal. So oft, als sie zu einem Berge kamen, ging Till an seinem Wanderstab den Berg ganz sacht und ganz betrübt hinab. Allein, wenn sie berganwärts stiegen, war Eulenspiegel voll Vergnügen. Warum, fing einer an, gehst du bergan so froh, bergunter so betrübt ich bin, sprach Till nun so. Wenn ich den Berg hinuntergehe, so denk ich nach schon an die Höhe, die folgen wird, und dafür geht mir denn der Scherz. Allein, wenn ich berganwärts gehe, so denk ich an das Tal, das folgt und fass ein Herz. Und jeder, der einmal in den Bergen war, wird das bestätigen können. Nun freilich nicht wegen der eulenspiegelschen Antizipation, sondern aus anderen Gründen. Der Anstieg mag beschwerlich sein, aber nicht so sehr schwierig, abgesehen jetzt von schwierigen Stellen. Man stapft und stapft, solange der Atem reicht. Der Abstieg hingegen ist schwierig.
Denn nicht nur ist der Muskel technisch anspruchsvoller, vor allem die Sehnen, Hacken, Waden sind hoch beansprucht, die Knie aber besonders gefährdet. Das verführt manchen unerfahrenen Wanderer, sich seltsame Abstiegstechniken zu erfinden, zum Beispiel seitwärts zu steigen oder rückwärts. Oder, ich bin fast sicher, dass das meine Erfindung ist, die Beine steif zu halten, das entlastet die Knie und beansprucht dafür die Waden, und sich quasi in die Becken fallen zu lassen und mit einem Hybrid zwischen weiblichem Hüftschwung und olympischem Gehen schlackernd sich die Hüftknochen zu ruinieren, um die Knie zu retten. Man könnte zunächst also folgenden Rückschluss ziehen. Entweder war Luise Glück nie in den Bergen wirklich hart wandern, oder sie meint keinen Anstieg und Abstieg, sondern einen Spaziergang bergauf und bergab. Der würde sich aber nicht so gut für eine Metapher über das Leben eignen. Es handelte sich dann nicht um ein symbolisch-induktives Gedicht, das aus einer Erfahrung in die Weite der Erkenntnis strebt, sondern ein deduktiv-allegorisches Gedicht, das eine gewonnene Erkenntnis auf einen möglichst adäquaten Einzelfall applizierte zum Zwecke der Veranschaulichung. Das gilt allgemein eher als schlechte Lyrik. Doch sollte man das Gedicht nicht zu früh aufgeben, denn wenn wir uns mit seiner Erzählung auseinandersetzen, werden wir feststellen, dass es in seiner Dramaturgie zunehmend mit seinem Inhalt kongruiert. Zunächst ist folgende Beobachtung Glücks nämlich durchaus richtig. Der Geist, meint es übrigens etwas zwischen Geist und Seele, aber auch nicht Verstand oder Intellekt, ist beim Anstieg eher mit den Details beschäftigt. Vor der Nase tauchen sie ununterbrochen auf, die lästigen Gräser und Steine, während er sich beim Abstieg eher in der Übersicht und im Abschweifen delektiert. Das sogenannte lyrische Ich befreit sich im Laufe des Lebens bei Glück aus seinen ihm zusetzenden Erwartungsängsten. Also auch wie bei Eulenspiegel das Thema einer Antizipation. Aus seinen Konditionen und seinem gesellschaftlichen Stress, und zwar nach dem Umschlag, wenn es erkennt, dass das Ziel, Zitat, sich als beeindruckend abstrakt erwies. Gottfried Benn sagte einmal, dass jedes moderne Gedicht seine eigene Poetik in Nutsche enthielte. Und in der Tat können wir dies auch als ein Gedicht über das Schreiben lesen. Erst wenn man sich von den Erwartungen befreit, die sich im Wendepunkt als beeindruckend abstrakt erweisen, wird man zum Schreiben kommen, das sich Zusammenhänge erschließt, das sich traut, dem ganzen Leben zu nähern. Ja, mehr noch, eine Engführung von Schreiben, Leben und Verstehen. Das Leben und das Schreiben versteht man erst zu leben und zu verstehen, wenn es bereits auch gelebt und verstanden ist. Von daher rechtfertigt sich auch die konventionelle Verwendung des Aufstiegthemas. Der erste, der allererste Aufstieg ist nicht beschwerlich, weil er so anstrengend wäre, physisch, sondern weil man noch nicht versteht, was Aufstieg und Abstieg ist und ihn mit falschen Erwartungen überfrachtet. So wie mancher seufzt, wenn ich jetzt noch einmal leben könnte, würde ich es wirklich leben. Nur, dass sie diese sentimentale Wendung auslässt, um wenigstens den Abstieg als einmalige Möglichkeit zu begreifen, sich furchtlos auf das Leben zuzubewegen. Aber ist man in der Panoramaschau wirklich dem Leben näher? Bewegt man sich aus sicherer Umschau wirklich auf die Dinge zu? Oder ist man ihnen nicht gerade enthoben? An dieser Stelle erweitern wir ein wenig den Kontext. Wir müssen nämlich zugeben, dass das Gedicht uns alles in allem doch an Hölderlins Ehemals und Jetzt erinnert, wo allerdings diese Wende in der Mitte, im Zenit, nicht einmal stattfindet, sondern tagtäglich und zweimal, zugleich zweimal, nämlich tagtäglich in jungem Alter und in älterem. Ehemals und Jetzt. In jüngeren Tagen war ich des Morgens froh, des Abends weint ich. Jetzt, da ich älter bin, beginne ich zweifelnd meinen Tag, doch heilig und heiter ist mir sein Ende. Es handelt sich bei Hölderlin um zwei Übergänge. Der vom Morgen zum Abend gleicht zunächst dem Übergang, den ich bei Glück den vom Deduktiven zum Induktiven nannte, beziehungsweise umgekehrt bei Hölderlin eben je nach Lebensalter. Denn den Zweifel könnte man jeweils das Abstrakte, die Heiterkeit aber als das dem Konkreten und Lebendigen Zugewandte begreifen. Man darf zumindest vermuten, dass sich die jeweilige bedrückende oder fröhliche Stimmung des Morgens aus einer Antizipation, wie bei Glück, speist, der Abend dann aber
aus einer ganz gegenwärtigen Hinwendung, allerdings einer zweifachen, jung dem Schmerz, alt der Freude. Der Übergang vom jungen zum alten Alter bezeichnet aber lediglich die Umkehrung des Übergangs, also die Änderung der Stoßrichtung. Im jungen Leben triumphiert allabendlich der Zweifel, im alten Leben die heitere Schau der Dinge. Dieses Gedicht ist also nicht ganz so optimistisch, kehrt doch auch im Alter allmorgendlich der Zweifel zurück. Dazu muss man allerdings sagen, dass Hölderlin wesentlich jünger war, als er es schrieb. Sein Alter ist also noch vergleichsweise jung. In jedem Fall ist seine Gedichtfigur vieldeutiger und stellt auch die Frage, was denn Heiterkeit bedeutet und was Zweifel. Was? Dies als letzte Wendung heute? Wenn der Zweifel des Alters sich gerade am Leben selbst entzündete, an der Unwirklichkeit der Dinge. Und das Heitere wiederum bei Hölderlin aus einer abstrakten Abfederung, einer Erkenntnis und somit Übersicht oder Durchsicht ergäbe, wie es ja wohl auch im Buddhismus zum Beispiel der Fall sein soll, nach der Erleuchtung, die eine Durchdringung der Weltgesetze ist. Was wiederum wie bei Glück zu einer Gegenwärtigkeit der Dinge führte, aus einer wohltuenden Distanz zu den Zumutungen der Details und Begehrlichkeiten des Lebens, oder? Dann stimmte tatsächlich Hölderlin womöglich tatsächlich mit Glück überein. Abstieg zum Tal. Ich fand die Jahre des Aufstiegs beschwerlich, voll von Anspannung. Ich zweifelte nicht an meinen Fähigkeiten, eher, während ich mich darauf zubewegte, fürchtete ich die Zukunft, deren Umrisse ich wahrzunehmen glaubte. Ich sah den Umriss eines menschlichen Lebens, auf der einen Seite immerzu hinauf und vorwärts, ins Licht, auf der anderen Seite hinab in den Nebel einer Unbestimmtheit. Alle Ambitionen unterlaufen durch Wissen. Ich fand anderes vor. Das Licht des Gipfels, das Licht, das theoretisch das Ziel des Aufstiegs war, erwies sich als beeindruckend abstrakt. Mein Geist während des Aufstiegs ergab sich ganz dem Detail, niemals der Wahrnehmung der Form. Meine Augen folgten nervös dem Schritt für Schritt. Wie süß dieses Leben nun, in seinem Abstieg zum Tal, das Tal selbst nicht nebelverhangen, sondern fruchtbar und ruhig. So finde ich mich also zum ersten Mal im Leben befähigt, umherzuschauen, die Welt anzusehen, sogar sich auf sie zuzubewegen.